Hallo, mein Name ist Metox, ich bin aus Mönchengladbach. Ich bin am 22. Juni nach Türkei geflogen, nachdem ich erfahren habe von Herr auf Istanbul, dass die Grenzen wieder offen sind. Der Flug und die ganze Prozedur bis nach Istanbul war ohne Probleme, ohne jegliche Hürden. Ich habe Gott sei Dank einen Ansprechpartner gehabt, der auch natürlich meine Sprache beherrscht hat und mit dem alles reibungslos geklappt hat. Ich bin am 22. gelandet. War ich schon bei der Besprechung. Ich sag mal, Kontaktmann hier von Herr auf Istanbul. Der hat mir alles erklärt. Es war alles super. Es ist alles reibungslos verlaufen. Am nächsten Tag hatte ich dann auch schon die OP, sprich gestern. Das hat auch gute 6 bis 8 Stunden gedauert. Die Jungs von Herr auf Istanbul haben sich echt Mühe gegeben. Die haben das Maximum rausgeholt, was sie machen konnten. Und ich bin auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden, ehrlich gesagt. Ja, jetzt haben wir schon den 24. Juni heute. Das ist jetzt ein Tag nach meiner OP. Heute habe ich die Bandage wegbekommen. Es lief bislang alles reibungslos. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, auch mit dem ganzen Organisation und alles drum und dran. Es hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt will ich euch noch was von der OP erzählen. Also ich habe viel von meinen Freunden gehört, dass es sehr schmerzhaft sei, dass es sehr viel wehtun würde. Ich sollte meine Windeln einpacken, weil da so viel Schmerz wäre. Aber ich muss sagen, ich habe, obwohl ich auch eigentlich schmerzempfindlich bin, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht viel Schmerzen empfinden können. Die Anästhesie verlief ganz normal. Ein paar Piekse, da wurde auch schon die Betäubung eingesetzt. Und ich muss sagen, es ist alles reibungslos verlaufen. Ich konnte jetzt auch keine großartigen Schmerzen verspüren. Das war alles eigentlich sehr zu meiner Zufriedenheit. Gestern nach meiner OP habe ich eine Bandage bekommen. Da bin ich auch schon ins Zimmer, es ist noch was essen gewesen. Das Liegen war etwas ungewohnt, weil man darf sich nur auf den Rücken legen. Am besten auch ein Kopfkissen mitnehmen. Das ist sehr praktisch auf jeden Fall. Das Schlafen, wie gesagt, auf dem Rücken war auch für mich auch sehr unangenehm, weil ich eher ein Typ bin, der auf dem Bauch schläft. Und, aber nichtsdestotrotz war alles in Ordnung. Ich hatte auch keine Schmerzen oder sonstiges. Ich konnte auch schlafen. Heute ist ein Tag nach der OP jetzt vergangen. Ich bin jetzt wieder hier. Die haben mir die Bandagen weggeholt. Ich habe nochmal eine Antibiotikasalbe bekommen und ich muss sagen, es tut ein bisschen brennen, aber das ist jetzt nichts großartig Schlimmes, wo man sagen könnte, das tut jetzt weh oder so. Warum ich zu Herr auf Istanbul gegangen bin, ich muss sagen, mir hat das ganze Auftreten, die ganze Präsenz im Internet, die Bewertungen, alles zugesagt. Natürlich hat man auch Bangen etwas, weil viele sind auch gegangen nach Istanbul, haben sich die Haare machen lassen, es war nicht so toll. Und alles drum und dran. Die haben negative Erfahrungen gemacht, aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Mir hat die ganze Prozedur sehr gefallen. Es lief alles unkompliziert ab. Von der Abholung bis zur OP, bis zum Bringen und Nehmen zum Hotel. Das Hotel an sich, sehr, sehr schönes Hotel. Und ich bin vollkommen zufrieden mit Herr auf Istanbul. Ich muss sagen, das ist eine sehr, sehr professionelle Klinik und kann ich einfach nur weiterempfehlen.